Ja, schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag und die Sonne scheint, 21 Grad. Und ich fahre jetzt hier weiter. Heute Nacht war ich in den Saaletalstuben. So hieß das Hotel, habe 64 Euro gezahlt plus 9,50 Euro für das Frühstück. Ja, heute geht es weiter an der Saale entlang bis Alsleben. Das ist fast am Ende der Fränkischen Saale, sind so circa 100 Kilometer. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Viel Spaß! Kurz vor der Ortschaft Morlesau habe ich die ersten 100 Kilometer der Gesamttour geschafft. In Morlesau zeigt mir ein Wegweiser an, noch 5 Kilometer bis nach Diebach. Die Fränkische Saale bei Morlesau. Kilometer 106, Diebach. An der Fränkischen Saale. Weiter geht mein Weg nach Hammelburg und Richtung Elfershausen. Kilometer 110, die Innenstadt von Hammelburg. Hammelburg gehört zum Landkreis Bad Kissingen und hat knapp 11.000 Einwohner. Auf dem Marktplatz der Stadt habe ich einen Blick auf den Marktbrunnen und auf das Rathaus. Nach Hammelburg ein Wegweiser, jetzt sind es noch 7,2 Kilometer bis nach Elfershausen. Kilometer 112, große Empfangsantennen und Parabolspiegel nach Hammelburg. Diese gehören zur Erdfunkstelle Fuchsstadt und wird heute von dem amerikanischen Unternehmen Intelsat betrieben. Diese Funkstelle ist eine der größten Satellitenkommunikationsanlagen der Welt. Zwei der Parabolantennen haben einen Durchmesser von jeweils 32 Meter. Diese Anlage wurde von der Deutschen Bundespost gebaut. Ihre weltweite Bedeutung ist inzwischen verloren gegangen, weil größtenteils internationaler Nachrichtenaustausch über Glasfaser abgewickelt wird. Widerstand 115 auf dem Radweg kurz vor Langendorf. Kilometer 118, Elfershausen. Mein Weg führt über eine Sandsteinbrücke über die Saale in den Ort. Meine Weiterfahrt führt mich mitten durch das Dorf Elfershausen in Richtung Grimberg. Kilometer 120,
Vortrimberg. Hier befinde ich mich im Naturpark Bayerische Rhön und habe einen schönen Blick auf die Burgruine Trimburg und auf Trimberg. In Trimberg überquere ich wieder einmal die fränkische Saale. Es geht weiter nach Euerdorf und dann Richtung Bad Kissingen. Nach der Ortschaft Euerdorf ist der Radweg geschottert und hier bei Kilometer 131 bin ich noch ca. 2 Kilometer vor Bad Kissingen. Ich habe die Kurstadt Bad Kissingen nun erreicht und fahre am Ufer der Saale entlang und durch den Kurpark. Hier geht mein Weg weiter. Kilometer 136. Ich fahre durch die schönen Parkanlagen der Stadt Bad Kissingen. Hier bei Kilometer 143 erreiche ich den Luitpoldsprudel. Es ist ein historischer Bohrbrunnen für Heilwasser in der Ortschaft Rosenbrach. Die Brunnenbohrungen fanden von 1906 bis 1908 statt. Das Pumpwerk entstand bereits in 1912. Bei Kilometer 146 fahre ich am Schloss Aschach vorbei. Bei mittlerweile 26 Grad und Sonne, Kilometerstand 152, befinde ich mich auf dem Radweg in Richtung Steinach. Hier in Steinach bei Kilometer 154 habe ich erstmal eine Pause gemacht an einer Tankstelle, was gegessen und was getrunken. Nun fahre ich weiter durch das Dorf in Richtung Bad Neustadt. Kilometer 154, Blick zurück nach Steinach. Thank you.
Wähler 167. Die Ortschaft Salz, Hohe Bad Neustadt. Und hier geht mein Weg weiter. Bad Neustadt streife ich nur im Osten der Stadt und es geht weiter Richtung Bad Königshofen, weiter an der Fränkischen Saale entlang. Mein Kilometerstand aktuell liegt bei 169. Kilometer 172 auf dem Weg von Bad Neustadt nach Holstadt. Nach Holstadt, wir haben jetzt 28 Grad und Sonne und da fahre ich nun die Autobahn A71 in Richtung Wülfershausen. Ein paar hundert Meter weiter, bei Kilometerstand 179, bleibe ich erstmal stehen, denn direkt neben dem Radweg und der Saale gibt es ein riesiges Meer wilder, bunter Blumen. Kilometer 183 fahre ich durch Wülfershausen. Weiter geht es über Saal, Kleinalbstadt, Großalbstadt, dann nach Bad Königshofen. Kilometer 193. Auf einem Bahntrassenweg zwischen Großalbstadt und Bad Königshofen. Kilometerstand 197. Bin jetzt in Bad Königshofen und fahre Richtung Saalequelle. Nach Bad Königshofen geht es weiter nach Eiershausen und dann nach Alsleben. Ich befinde mich jetzt auf dem Radweg nach Eiershausen. Als nächstes kommt dann Alsleben und dann würde ich zur Saalequelle kommen, mache ich aber erst morgen früh, sondern in Alsleben biege ich rechts ab und fahre in den kleinen Ort Zimmerau zum Berggasthof Bayernturm. Hier habe ich ein Zimmer für die nächste Übernachtung gebucht.
fahre am Südrand der Ortschaft Eiershausen vorbei und habe hier einen schönen Blick auf die Kirche St. Wendelin. Kilometer 205, ich erreiche Alsleben. In Alsleben verlasse ich meine vorgesehene Route und biege rechts ab. Es geht weiter, ca. 6 Kilometer, nach Zimmerau zu dem Berggasthof Bayernturm. Widerstand 211, ich habe mein Ziel erreicht. Der Berggasthof Bayernturm hier in den Haßbergen in der kleinen Urlaubssiedlung Zimmerau. Gleich neben dem Gasthof steht der sogenannte Bayernturm, ein Turm, der seinerzeit im Jahr 1966 auf der Grenze Bayern-Thüringen als Aussichtsturm errichtet wurde. Er ist 38 Meter hoch. Bevor ich mich von euch wieder für den heutigen Tag verabschiede, hier noch ein Blick in mein Zimmer. Ich sage vielen Dank wieder fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr im dritten Teil wieder dabei seid. Zimmer kostet 52 Euro mit Frühstück und es gibt noch nachzutragen, die heutige Etappe war 114 Kilometer. Und die Gesamtstrecke hatte 549 Höhenmeter.